Papa! 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 Mann, was ist? Darf ich an dem PC? Die neuen Völker sind endlich draußen! Oh, du bist 26! Mir ist scheißegal, was du machst! Ja! Ah! Zalando-Trolle, jetzt erhältlich! Lang genug haben wir darauf gewartet, ein Zandalari-Troll zu spielen und endlich ist es soweit! Vor Release hat man noch geglaubt, die Zandalaris haben viele Klassen zur Auswahl, aber anscheinend gibt es nur Druiden und Paladine. Bitte an den Text halten, es gibt noch andere Klassen. Also, ich habe noch nichts anderes gesehen. Was bewegt einen überhaupt dazu, einen Zandalari-Troll zu spielen? Im Grunde sind sie Trolle 2.0. Sie gehen aufrecht, sind massiver gebaut und können sich besser artikulieren als normale Trolle. Also im Prinzip sind sie Trolle, die ihren Körper und geistigen Zustand nicht kaputt gekifft haben. In Aussprache und Aussehen sind sie so richtige Pimps. Sogar ihre Rassenboni sind gepimpt. Normale Völker haben einen kleinen Buff und Zandalari-Trolle können sich einfach einen von 7 Buffs aussuchen. Die Pimp-Trolle bekommen 2% mehr Gold von Gegnern, sie können sich alle 2,5 Minuten innerhalb von 6 Sekunden komplett voll heilen und haben einen Gleiter in Form eines Terror-Ducks. Warum haben die nicht gleich einen Bug-Char als spielbare Klasse neben Paladin und Druide, so viel Gold wie die sich sparen? Halt dich an den Text! Ich arbeite meinem Lohn entsprechend! Du bist nur neidisch auf die Bonzen-Trolle und jetzt weiter im Text. Na gut, wenn sie auch so ein krasser Pimp sind, ist ein Zandalari-Troll genau das Richtige für sie. Im Text steht nichts von Pimp. Mach dein Scheiß doch selbst, wenn du Zandalari-Trolle so toll findest.